Herzlich willkommen zum heutigen Webcast zum Thema Secure Development im öffentlichen Sektor, eine ganzheitliche Perspektive. Worum geht es heute in der nächsten Stunde? Nächstes Slide. Eine kurze Begrüßung, kurze Einführung, auch weil wir heute Sprecher quasi aus drei Firmen haben, die Themen zu dem Bereich Secure Development im öffentlichen Sektor vorstellen werden, werden dann von unserer Seite starten mit einem Intro bezüglich Softwareentwicklung im Kontext der digitalen Transformation. Gehen dann über in das Thema Zero Trust und der SecOps als ganzheitlicher Secure Software Development Lifecycle Ansatz. Würden dann übergeben an Kollegen von SNYK bezüglich der sicheren Softwareentwicklung und Schwachstellenmanagement. Dann an die Kollegen von AWS, um das Thema sichere und skalierbare Cloud-Architekturen zu sprechen, fassen das Ganze nochmal kurz mit den wesentlichen Erkenntnissen zusammen und haben am Ende dann noch Zeit für eine interaktive Fragerunde. Sofern Fragen aufkommen, können die gerne im Chat gestellt werden und wir würden dann im Nachgang die Themen besprechen und dann auch die Mikrofone öffnen. Bis dato werden wir den Webcast aufzeichnen. Und ja, wünsche allen einen schönen Start in den Morgen und starten damit auch in den Webcast. Wie angesprochen, die heutigen Referenten, das sind einmal ich, Matthias Sill, ich bin Director im Cyberbereich bei Deloitte und arbeite dort primär im Application Security Bereich. Mit mir an der Seite heute einmal der Dirk Gollnick als Head of Account Management für den Public Sector bei Amazon Web Service und der Matthias Konrad als Principal Solution Engineer von der Firma Sneak. Softwareentwicklung im Kontext der digitalen Transformation, vor allem unter dem Hintergrund des öffentlichen Sektors. Das heißt, wir haben verschiedene Herausforderungen, denen sich der öffentliche Sektor stellen muss und auch gerade schon stellt. Und das nochmal ganz spezifisch auch in Bezug auf die Softwareentwicklung. Wenn wir uns den öffentlichen Sektor als solches anschauen, sind im Zuge der digitalen Transformation und den Themen, die damit einhergehen, viele Herausforderungen, die nun auf Unternehmen im öffentlichen Bereich zukommen. Zum einen natürlich Thematiken wie veraltete IT-Infrastrukturen, Legacy-Systeme, die es nun gilt, sukzessive in neue Lösungen zu migrieren, abzulösen, Cloud-Technologien zu nutzen, anwenderspezifische Applikationen, auch ganz spezifische Anwendungen zu entwickeln nach den Vorgaben der entsprechenden Unternehmen. Darüber hinaus, wie in vielen Bereichen, auch hier natürlich gerade im IT-Bereich, einen Mangel an qualifizierten Fachkräften, also wenig Personal, was spezifiziert ist für die Themen der digitalen Transformation, für Cyber Security, für Secure Development. Also da haben wir auch einen Engpass in den öffentlichen Bereichen, diese Themen anzugehen und zu bearbeiten. Damit einhergeht natürlich eine Ressourcenknappheit. Zum anderen haben wir natürlich große Herausforderungen hinsichtlich Datenschutz und Compliance-Anforderungen, die ja, in einem Maße zugenommen haben, den man sich stellen muss, wo man entsprechende Compliance sicherstellen muss und eigentlich auch frühzeitig schauen muss, wie kann ich im Zuge von der Transformation diese Themen auch ja, sicher umsetzen und auch adressieren. Und eines der großen Themen natürlich das ganze Thema Kosten und auch die Komplexität der Modernisierung. Ja, also ich muss halt schauen, dass ich wirklich alte Legacy-Systeme entsprechend neu aufsetze, in was für Infrastrukturen mit den entsprechenden Gegebenheiten. Und vor allem im öffentlichen Sektor auch mit den kritischen Daten und Informationen, die dort verarbeitet werden, in den Behörden zum Beispiel, ist das Thema Cyberangriff natürlich auch ein wichtiger Faktor, den es dort zu betrachten gilt, gerade aufgrund von vielleicht alten IT-Strukturen, alten Prozessen, Themen der Modernisierung, die mit der digitalen Transformation nach vorne getrieben werden müssen, ist das natürlich ein stetiger Punkt, der die Behörden umhertreibt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in der Softwareentwicklung im Zuge dessen einige Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Zum einen haben wir natürlich aus der Vergangenheit oftmals längere Markteinführungszeiten. Also früher gab es vielleicht größere Entwicklungszyklen, um Anwendungen, Applikationen zu entwickeln. Diese Zeiten nehmen heute mehr und mehr oder müssen mehr und mehr abnehmen, weil die Anforderungen seitens des Business, seitens vielleicht auch von der Regulatorik, von einzelnen Einheiten wesentlich dynamischer sind, auf die entsprechend reagiert werden muss.
Auf der anderen Seite leidet darunter natürlich dann oftmals das ganze Thema Sicherheit, ne? So ein Checkbox-Security, was man dann halt betreibt, dass man sagt, die Funktionalität muss erstmal stimmen, Security fällt dann hinten runter oder wird so in einem minimalen Maß gemacht. Das gilt es halt zu adressieren. Oftmals ein Silo-Betrieb, heißt, ich habe vielleicht verschiedene Entwicklergruppen oder verschiedene Bereiche, auch innerhalb der IT, die in sich gekapselt arbeiten, aber eigentlich kein integratives Miteinander, keine Zusammenarbeit. In dem Fall. Und das schafft natürlich Hindernisse, sowohl im öffentlichen Sektor, diese Themen anzugehen, als auch im Bereich der Softwareentwicklung, diese Themen gemeinsam voranzutreiben, zu planen und in letzter Konsequenz auch umzusetzen. Das ist die nächste Slide. Genau. Wie eben schon angesprochen, haben wir natürlich auch steigende Anforderungen seitens Governance Compliance, also regulatorische Vorgaben, Richtlinien, auch gerade im EU-Raum, die es gilt umzusetzen und an die es sich zu halten gilt. Ich habe mal perspektivisch hier einige mitgebracht, natürlich die NIS2-Richtlinie oder Direktive als Richtlinie der EU für die Netzwerk- und Informationssicherheit. Da geht es halt darum, einheitliche Cybersicherheitsstandards in der gesamten EU zu fördern und entsprechend auch umzusetzen. Hat damit auch einen erweiterten Anwendungsbereich, um einfach mehr Sektoren, Dienstleistungen und Unternehmen damit oder das entsprechend für diese Unternehmen anzuwenden. Und damit die Sicherheitsanforderungen und auch die Meldepflichten für diese Unternehmen zu erhöhen, um einfach dieses Thema intern auch weiter vorantreiben zu können und sich daran zu orientieren. Dann haben wir Themen wie DORA, Digital Operations Resilience Act, was an sich natürlich primär eine Vorgabe für Finanzunternehmen ist, um deren Widerstandsfähigkeit und Resilienz zu steigern. Nichtsdestotrotz sind aber auch das im Kern wieder Anforderungen, die helfen sollen, Unternehmen abzusichern, den Sicherheitsstandard zu etablieren, Prozesse im operativen Betrieb und auch die Resilienz sukzessive zu erhöhen. Themen wie Cyber Resilience Act oder auch Datenschutzgrundverordnung, das sind halt alles Anforderungen, die im Kern darauf abzielen, Security ganzheitlich zu betrachten, frühzeitig und integrativ zu nutzen. Und diese sollte man natürlich auch als Anhänger betrachten, wenn man Themen in der Transformation angeht, auch im öffentlichen Bereich, dass man natürlich auch sicherstellt, dass entsprechende Vorgaben und Richtlinien eingehalten werden. In der Planung, in der Umsetzung, im Design, aber auch später im Betrieb. Darüber hinaus, neben diesen Datenschutzanforderungen und Richtlinien, gibt es auch entsprechende Frameworks und Standards, die gerade auch im öffentlichen Bereich sehr relevant sind. Zum einen natürlich die klassische ISO 27001 fürs ASMS, aber auch vor allem das ganze Thema BSI IT-Grundschutz und im Secure Development das ganze Thema OWASP als Framework, an denen es sich zu orientieren gilt, die auch für viele Unternehmen im öffentlichen Sektor als Standard gelten, an denen es sich ja, zu orientieren gilt und nach denen man sich auch entsprechend ausrichtet. Heißt, da ist es auch wichtig, diese Frameworks sauber und intelligent zu integrieren und frühzeitig auch dort entsprechend eine Compliance daran auszurichten und auch die Organisation im operativen Betrieb dementsprechend zu planen. Dann haben wir durch die digitale Transformation auch signifikante Veränderungen in der Softwareentwicklung im öffentlichen Sektor. Wir haben das hier mal aufgeteilt, was die Aufteilung angeht, in vier verschiedene Dimensionen. Ganz oben steht natürlich der Faktor Mensch, die Person, die primär mit den Systemen arbeiten, die Anwendung entwickeln und das Ganze halt planen. Da geht es vor allem darum, für die Softwareentwicklung dass von der Unternehmensspitze, von der Führung aus auch wirklich ein Kulturwandel vorangetrieben wird. Heißt, dass ich entsprechende schlanke Organisationen für eine Softwareentwicklung ermögliche, um einfach ein kooperatives und transparentes Umfeld zu schaffen, Mitarbeit zu schaffen und einfach aus diesem Weg ein entsprechendes dynamisches Umfeld zu ermöglichen, um halt auch schnell auf entsprechende Anforderungen reagieren zu können. Und in dem Zuge proaktiv, aber auch mit Security-Maßnahmen Richtung Awareness die Dinge voranzutreiben. Dann haben wir in der zweiten Ebene das ganze Thema Vorgehen, Methodik, Prozesse. Da geht es im Prinzip darum, diese Themen auch in den Arbeitsmethoden, in den Prozessen, in den Arbeitsweisen innerhalb der Organisation umzusetzen. Heißt entsprechende einheitliche Vorgehensweisen, um
eine einheitliche, vom Standard her gleiche, sichere Produktlieferung zu ermöglichen, um Arbeitsaufwände natürlich zu verringern, die Qualität zu verbessern und ja, Sicherheit eigentlich in allen Ebenen dieser Prozesse zu verankern. Darauf ist dann entsprechend, sage ich mal, die Ebene der eigentlichen Technologie, weil gerade heutzutage läuft nichts mehr in der Entwicklung auch ohne Technologie. Heißt, es geht darum, wirklich neue Technologien einzusetzen, einzuführen, unterstützen, zu nutzen. Auf der anderen Seite natürlich auch dafür sorgen, dass die entsprechenden Talente diese Technologien auch kennenlernen frühzeitig und Know-how aufbauen können. Und mit den Technologien natürlich auch die Themen Automatisierung, Effizienzsteigerung zu adressieren, um auf diese Weise halt auch Entwicklung zu skalieren, Abläufe zu skalieren und die Gewährleistung der Betriebszeit und Erhöhung der Geschwindigkeit auf diese Weise zu unterstützen und manuelle Aufwände zu reduzieren. Das Ganze wird dann halt untermauert in der vierten Instanz halt von der Governance. Heißt, wirklich eine konkrete Festlegung von gemeinsamen Entwicklungsstrategien, angemessenen Richtlinien, Standards, Vorgaben, um eben so eine digitale Transformation zu ermöglichen und auch Softwareentwicklungssicht eben das ganze Thema risiko- und compliance-orientiert voranzutreiben. Nächstes Slide, genau. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Was heißt dann das? Heißt, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass wir die Security-Themen im Zuge von einem Software-Entwicklungsprozess und den entsprechenden Methoden sauber integrieren? Ein Ansatz, den wir nutzen seitens Deloitte, ist wirklich die Integration des Zero-Trust-Ansatzes in die Entwicklungsprozesse. Was wir hier sehen, ist unser einheitliches Zero Trust Framework von Deloitte. Das ist so aufgebaut, dass ich natürlich basierend auf den Unternehmenszielen, regulatorischen Anforderungen, der eigentlichen Bedrohungslandschaft und Risiken eine definierte Strategie fürs Unternehmen habe, wie ich mich Zero Trust-seitig aufstellen möchte in den einzelnen Bereichen, habe dazu dann einen entsprechenden Enablement- oder Ermöglichungsebene über entsprechende Architekturen, über eine entsprechende Kultur, eine Kommunikation und auch ein Bewusstsein in der Organisation, diese Themen voranzutreiben und dann der eigentliche Betrieb. Das dann technologisch unterstützt durch, wie gesagt, Daten, Datenanalysen, Analytik, Telemetrie und auch Automatisierung und fußt dann auf den einzelnen Zero Trust Domains, welche in unserem Fall aufgeteilt ist in das ganze Thema Identitäten, Identitätenhandling, das ganze Thema Workload, Arbeitslast, also die entsprechenden Anwendungen, das ganze Thema Daten, Netzwerke und Geräte. Und wie wir das quasi von dieser eigentlichen, von diesem eigentlichen Zero Trust Ansatz umsetzen können, beispielhaft, ist im nächsten Slide mal dargestellt. Heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir eigentlich diese Zero Trust Ansätze und diese Prinzipien frühzeitig in alle Phasen der Softwareentwicklung versuchen zu integrieren. Eben nicht nur dieses klassische, ich schaue mir mal das Coding an und ich mache vielleicht mal einen Code-Scan, dann wird das schon passen, sondern eigentlich frühzeitig von der Anforderungsanalyse über das Design in die eigentliche Entwicklung, das Coding zum Testing, Deployment bis zum Betrieb und zur Wartung, ich eigentlich in allen Phasen sicherstelle, dass ich frühzeitig eben entsprechende Zero Trust Ansätze und Security-Mechanismen implementiere, um eben dort frühzeitig das ganze Thema Security zu adressieren und entsprechend umzusetzen. Das heißt zum Beispiel eine Anforderungsanalyse, ganz klassisch alle Anforderungen, die ich seitens Business stelle an eine Anwendung, die es zu entwickeln gilt oder eine Erweiterung einer bestehenden Anwendung, gilt es, diese natürlich im Security by Design und Privacy by Design zu planen. Also diese Aspekte sollten schon frühzeitig in die Betrachtung mit einfließen. Heißt, dass ich entsprechend frühzeitig mir Gedanken mache über Identitäts- und Zugriffsanforderungen. Wer greift denn auf die Systeme zu? Welche Daten sollen dann verarbeitet werden? Wo liegen denn die Daten? Wie sieht denn die Infrastruktur aus? Und so weiter und so fort. Und ganz konkrete Sicherheitsvorgaben, die es zu beachten gilt, sei es jetzt regulatorische Vorgaben oder entsprechende Sicherheitsvorgaben innerhalb der Organisation selber. In der Designphase bedeutet das, dass wir uns frühzeitig Gedanken machen, was sind denn eigentlich meine Bedrohungen innerhalb der Anwendung, die ich designe und die ich umsetzen möchte? Heißt ein entsprechendes Threat Modeling, eine entsprechende Risikoanalyse, um diese Risiken transparent zu machen, frühzeitig zu adressieren und idealerweise halt natürlich auch direkt zu minimieren durch entsprechende Maßnahmen. Das können dann Themen sein wie ganz konkrete Microservices oder isolierte Architekturen zu nutzen im Zuge der Anwendung oder eine ganz konkrete Segmentierung und Isolierung von entsprechenden Anwendungen in der gesamten IT-Landschaft.
In der folgenden Phase der Entwicklung des Codings, da geht es dann darum, wirklich, sage ich mal, eine sichere Programmierung zu ermöglichen, sei es jetzt durch entsprechende Coding Guidelines, Principles, sei es durch dedizierte Code Reviews und auch durch automatisierte Sicherheitstests, also integrierte Security Scans schon während des Codings, also nicht im Nachgang, wenn ich wenn ich entsprechend fertig entwickelt habe und die Sachen deployen möchte, sondern eigentlich schon im Zuge der Entwicklung entsprechende Code-Checks und Prüfungen zu ermöglichen. Und auch das Thema API-Sicherheit spielt eine immer größere Rolle in den Anwendungen. Also wie stelle ich sicher, dass entsprechende Schnittstellen innerhalb der Applikation sicher aufgebaut sind, durchdacht ist, wer auf diese APIs zugreift, in welcher Art und Weise. Und auch dort das Thema Security groß geschrieben wird. Als nächstes haben wir dann die klassische Testing-Phase nach der Entwicklung. Heißt, da geht es dann darum, idealerweise automatisiert entsprechende Sicherheits- und auch Penetrationstests zu ermöglichen. Ne, also entweder ist es halt statischer Code, den ich prüfe über entsprechende Codescanner oder zur Laufzeit entsprechendes dynamisches Applikations-Security-Testing und entsprechende Penetrationstests, um zur Laufzeit wirklich Schwachstellen zu identifizieren und auch diese nochmal im Nachgang zu bereinigen, bevor wir überhaupt live gehen. Dazu gehören aber auch Themen im Testing bezüglich Validierung von Zugriffskontrollen. Ne? Also wie werden Daten verarbeitet, wie gehen Daten rein, wie kommen Daten raus und entspricht das den entsprechenden Vorgaben aus der Anforderungsanalyse und dem Design? Das muss natürlich im Testing auch validiert werden und idealerweise auch ein End-to-End-Testing, was das ganze Thema Authentifizierung und Autorisierung, also Zugriffsberechtigung innerhalb der Applikation angeht. In der Deployment-Phase, da geht es dann um Themen, wie ich meine Applikation entsprechend einbette in der Infrastruktur. Heißt Infrastructure as a Code mit entsprechenden Sicherheitsprüfungen. Heißt, wie sind solche Infrastrukturen aufzubauen? Woran ist dort zu denken? Da werden wir später auch nochmal im Zuge dessen auf die Thematiken zum Beispiel von AWS mit den Cloud-Strukturen kommen. Wichtig hier ist auch ein kontinuierliches Monitoring und eine Protokollierung im Deployment, um auch regelmäßig entsprechende Informationen zu bekommen und auf diese reagieren zu können. Und natürlich auch Möglichkeiten bezüglich Zugriffsmanagement über Zero Trust Network Access. Und zu guter Letzt das ganze Thema Betrieb und Wartung. Da geht es dann natürlich darum, in dem Moment, wenn die entwickelten Applikationen live gehen, in Betrieb sind, überführt worden sind, natürlich regelmäßig dafür Sorge tragen, dass entsprechende Sicherheitsupdates und Patches eingespielt werden. Sei es jetzt von Third-Party-Libraries, die eingebunden sind, sei es jetzt von darunter liegenden Infrastrukturen. Heißt, da gilt es auch kontinuierlich darauf zu schauen, dass Sicherheit auch im Betrieb eine große Rolle spielt, genauso wie das Thema privilegierte Zugriffskontrollen im Betrieb. Also wer hat dann im Nachgang dann auch noch administrative Möglichkeit, in die Applikation einzugreifen und entsprechende Konfigurationen zu bearbeiten? Wie gesagt, das ist mal so ein Überblick gewesen, wie wir Security-Maßnahmen mit dem Zero-Trust-Ansatz wirklich über den ganzen Entwicklungslebenszyklus von der Analyse bis zum Betrieb einbetten. Natürlich noch wesentlich mehr Möglichkeiten, das zu tun im Detail. Da gibt es auch entsprechende Assessments, um zu schauen, welche Möglichkeiten bestehen denn schon beim Kunden, um das umzusetzen. Aber das ist ein Ansatz, wie wir frühzeitig sicherstellen, end-to-end, dass die Softwareentwicklung auch vom Security-Aspekt und vom Compliance-Aspekt in allen Phasen vertreten ist. Neben diesem Ansatz ist es auch wichtig, dass man Secure Software Development auch ganzheitlich betrachtet. Wir hatten jetzt eben die Ebene von den Phasen einer Softwareentwicklung. Hier haben wir nochmal eine Betrachtung aus im Prinzip drei Dimensionen, so wie wir sie vorne auch im Prinzip hatten, zusätzlich zum Governance Layer. Auf dies zu achten gilt als Herausforderung. Heißt, ich muss wirklich sichere Governance-Strukturen schaffen im Unternehmen, um überhaupt eine solide Basis zu haben. Heißt, entsprechende Richtlinien, Standards definieren, einheitliche Trainings, auch Awareness zu schaffen für Entwickler, für Anwender, auch für vielleicht Projektmanager, die entsprechende Anwendungsentwicklungsprojekte planen. Es geht darum, regelmäßige Sicherheitsschulungen, Workshops zu ermöglichen und einfach eine Sensibilisierung, gerade was die sicherheitsrelevanten Themen angeht, in allen Projektphasen, auch aus der Compliance-Seite. Heißt, das ist eine solide Basis, die ich schaffen muss im Unternehmen über entsprechende Strukturen.
Darüber hinaus ist es halt auch wichtig, einfach technologische Maßnahmen zu treffen, sei es jetzt konkrete Implementierung von Werkzeuge, Tools wie Code Analyzer, Schwachstellenscanner. Wie gesagt, wir kommen im Nachgang direkt auch zu der Sneak Security-Plattform, die genau diese Themen halt auch zeigt, wie können wir die Themen thematisch und technologisch umsetzen. Aber auch Sachen wie ein Security Framework, was entsprechend umgesetzt werden kann, automatische Sicherheitsprüfung. Und integrierte ja, Security Controls in der Pipeline, die entsprechend umzusetzen, technologisch. Heißt, die manuellen Schritte innerhalb einer Entwicklung zu reduzieren und eigentlich durch technologische Hilfe und Automatisierung im integrativen Ansatz zu verbessern und ja, entsprechend schneller umzusetzen. Und das Ganze auf der anderen Seite natürlich noch organisatorische und methodische Maßnahmen, heißt innerhalb der Teams ganz konkrete Methoden, Ansätze einführen, etablieren, was Secure Coding Practices angeht, regelmäßige Code Reviews, einheitliches Vorgehen in Projekten, die Themen frühzeitig zu adressieren, aber auch sowas wie Bildung von spezifischen Security Teams oder Sicherheitsbeauftragten in Entwicklungsprojekten, heißt, dass das Thema auch adäquat repräsentiert wird in den Projekten. Und natürlich zu guter Letzt das ganze Thema Risikomanagement, also wirklich durch den ganzen Zyklus regelmäßig Risikoanalysen fahren, diese bewerten und entsprechend auch abarbeiten. Heißt, mit diesen beiden Ansätzen, also einmal projektseitig, prozessseitig, und auf der anderen Seite innerhalb der Organisation, kann man es schaffen, das ganze Thema Secure Software Development im Unternehmen frühzeitig zu adressieren, ganzheitlich aufzusetzen und damit eben auch die Herausforderungen, auf die wir am Anfang eingegangen sind, für den öffentlichen Sektor mit den aktuellen Transformationen von Applikationslandschaften und ja, den Anforderungen, neue Applikationen zu entwickeln, auf diese Weise entgegenzutreten und eigentlich frühzeitig zu adressieren. Was wir hier sehen, ist mal ein Beispiel, wie sowas in der DevSecOps Pipeline aussehen kann, aus Zero Trust Sicht. Ne? Wir haben halt links oben ganz konkret, sage ich mal, die entsprechenden Anwender und Benutzer mit den entsprechenden Devices und Geräten. Ne? Also heißt entsprechende Softwareentwickler, interne Entwickler, vielleicht auch Third-Party-Entwickler, die im Zuge von Projekten entsprechendes Coding und Anwendungsentwicklung unterstützen. Wir haben halt unten die DevSecOps Pipeline. Hier nochmal farblich unterschieden zwischen Einzelschritten, was jetzt DevOps-Prozesse angeht, also den eigentlichen operativen Betrieb von Anwendungen und deren Entwicklung unterstützt. Dann entsprechende Sicherheitsprozesse, also der Sec-Teil DevSecOps mit den einzelnen Teilbereichen, die abgedeckt werden. Und dann Bereiche, die dann halt durch Sicherheitstechnologien unterstützt werden innerhalb der Pipeline und sei es jetzt Inline, also wenn es jetzt um reine Coding und entsprechende Codeprüfung geht oder halt offline entsprechend auch die ganzen Rahmenbedingungen, was die Infrastruktur angeht, was das ganze Key Management angeht, was Container Security angeht und so weiter und so fort. Im Detail werden wir da jetzt in der Folge drauf ein bisschen näher eingehen. Da wird der Kollege Matthias Konrad von Sneak ein bisschen mehr erzählen, wie lassen sich denn die Themen ganz konkret mit der Technologie, zum Beispiel seitens Sneak, umsetzen. Damit übergebe ich an den Matthias. Ja, vielen Dank. Ich schaue mal, dass die Slide weitergeht. So, Sneak ist im Prinzip ein Toolhersteller. Das heißt, wir stellen eine Security-Plattform bereit, die sich explizit an Entwickler richtet. Also wir decken verschiedene Personas ab, also auch Security und Operations-Personas, aber der Fokus liegt eben bei den Entwicklern. Und hier ist zu sehen auf dieser Slide jetzt die vier Module, die wir anbieten. Konkret sind wir ein Schwachstellen-Scanner. Das heißt, wir scannen Code hinsichtlich Schwachstellen oder Fehlkonfiguration und zwar im statischen Wege. Das heißt, wir machen keine Runtime-Detection, sondern statische Analyse. Und da aber bezüglich jeglicher Art von Code, die ein Entwickler potenziell anfasst. Das heißt, von links nach rechts, fangen wir mal links an. Sneak Code ist unser SAST-Scanner, das heißt eine statische Code-Analyse des eigenen Codes, den ich schreibe. Dann haben wir Sneak Open Source. Das ist ein Source Composition Analysis oder SCA-Tool. Heißt, wir scannen hier Open Source Libraries, die ich im Projekt verwende, hinsichtlich Schwachstellen und das Ganze dann auf Applikationsebene. Dann haben wir Sneak Container, das ist ähnlich, ein Open Source Dependency Scanner, aber auf Container-Image-Ebene zum Beispiel. Und dann haben wir Sneak Infrastructure as Code. Da geht es darum, dass wir Fehlkonfigurationen, die nicht Best Practices entsprechen, aufdecken und darstellen.
Und wir zeigen nicht nur, dass Schwachstellen vorhanden sind, wir zeigen auch an oder geben Hinweise oder Empfehlungen, wie die Schwachstellen zu beheben sind. Das heißt, das ist unser Ansatz des Entwicklerfokuses. Bei dem Sneak Code sei noch gesagt, es ist uns egal, letztlich, ob der Code AI generiert wurde oder menschlich erzeugt wurde. Es ist für uns letztlich Quellcode, der immer anfällig sein kann für Schwachstellen. Das ist das Tooling und dann haben wir noch eine Ebene drüber. Das sieht man dann mit dem blauen gekennzeichneten Snipe-Appgris. Appgris geht in diese Richtung eher Governance, wo es darum geht, entsprechende Assets, die man hat, also zum Beispiel Code-Repositories einzustufen bezüglich des Risikos und eben dort entsprechend zu priorisieren. Das heißt, wenn ich etliche Hunderte oder Tausende von Container-Images habe oder Code-Repositories, dann muss ich entsprechend wissen, als Organisation, welche von diesen sind wichtiger als andere. Zum Beispiel die Assets, die Customer-Facing sind oder die umsatzrelevant sind, die würde ich dann höher priorisieren als eben andere. So, nächstes, genau. Und das Problem nochmal, was wir lösen, ist im Prinzip, dass wir ein Missverhältnis haben in Organisationen von Developern zu Ops-Personen zum Security-Staff von 100 zu 10 zu 1. Das heißt, das Bottleneck ist am Ende das Security-Team. Und das ist ein Zitat aus dem DevOps-Handbook von Gene Kim, der sagt, The ratio of engineers in development, operations and InfoSec in a typical tech organization is 100 to 10 to 1. When InfoSec is that outnumbered without automation and integrating information security into the daily work of dev and ops, InfoSec can only do compliance checking, which is the opposite of security engineering. And besides, it also makes everyone hate us. So, das ist also was wir nicht unbedingt erreichen wollen, dass die Security-Teams da gehasst werden. Deswegen wollen wir diesen DevSecOps-Ansatz verfolgen und eben sinnvoll integrieren. Das heißt, mit entsprechenden Tooling und Prozessen. Das heißt, nochmal verglichen, dieser traditionelle AppSec-Ansatz, da ging es darum, nehmen wir mal an, wir entwickeln ein Projekt im Wasserfallmodell, dann haben wir eben die typische Entwicklung und wenn die Entwicklung abgeschlossen ist mit dem entsprechenden Feature-Set, dann wird das übergeben, eben um das Ganze ins Testing oder Staging Environment zu überführen. Und da finden dann erst die Security-Scans statt. Das Ganze ist dann eher vom Security-Team getrieben. Es ist Audit-basiert. Das heißt, am Ende des Tages erhalten die Entwickler oftmals eine lange Excel- oder PDF-Liste mit Schwachstellen, aber ohne konkrete Hinweise, wie sie das Ganze fixen können. Und natürlich erst einmal ist das Security-Team ein bisschen überfordert aufgrund dieses Missverhältnisses, aber auch die Entwickler sind schon lange aus dem vom Kopf her, aus dem Kontext des Sprints oder was immer das Feature-Set war, raus und müssen sich wieder reindenken, wenn sie die Liste an Schwachstellen bekommen, um sie dann zu fixen. Das heißt, unser Ansatz ist der First-Ansatz, den man rechts sieht. Das heißt, wir verfolgen ein Continuous Testing, das heißt, entlang des gesamten Software-Development-Lifecycles. In allen Phasen der Entwicklung, in der IDE, in dem Git-System, in der Build-Pipeline und zwar auch Fix-basiert. Das heißt, wir zeigen nicht nur, dass Schwachstellen auftreten, sondern eben auch, wie diese zu beheben sind. Und wir behandeln den ganzen App-Kontext, also auch Infrastructure as Code, als Codebasis oder als Teil der Anwendung. Das heißt, das ist diese Idee dieses Holistic Cloud-Native Application-Kontextes. Und wir versuchen eben, dass die Security-Person quasi die Guardrails bereitstellen und als Berater fungieren. Aber wir wollen auch Entwickler enablen, zu sagen, Security selbst in die Hand zu nehmen, zumindest in den Bereichen, in denen sie die Kontrolle haben, nämlich in ihrem eigenen Projektcode. Konkret ist es also so, wir wollen nicht unbedingt, dass Entwickler neue Tools lernen müssen. Das heißt, natürlich sind wir ein Toolhersteller und bieten auch Tools an, aber die integrieren sich so einfach in die vorhandene Landschaft. Zum Beispiel ganz links zu sehen, haben wir die IDE-Integration mit unseren Plugins. Das heißt, da sind wir zwar ein weiteres Plugin in der IDE, aber es ist nicht wirklich viel Neues von der Handhabung her. Und dort scannen wir den Code und zeigen Schwachstellen an und zeigen auch die Fixes oder an, wie man es behebt.
Dann nach rechts weiter integrieren wir auch in das Git-System direkt, also bei jedem Pull-Request, den ein Entwickler erstellt. Zum Beispiel, wenn ein neues Feature fertiggestellt hat oder wenn bei jedem Commit der Build läuft, dann wollen wir mit Sneak entsprechend scannen. Also sowohl auf Open-Source-Schwachstellen als auch auf Schwachstellen im eigenen Code. Das heißt, da integrieren wir auch sofort direkt rein in das bestehende Tooling und dann in der Build-Pipeline entsprechend auch, egal ob es jetzt GitHub-Actions sind oder Bitbucket oder unabhängig davon, welches Git-System das Unternehmen verwendet. Und dann im rechten Schritt geht es dann auch um die Priorisierung. Das heißt, ich möchte den gesamten App-Kontext verstehen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt in der Organisation hunderte oder einige tausende von Repositories. Dann möchte ich wissen, welche von diesen sind überhaupt irgendwo in irgendeiner Form deployed. Also wurden sie mal irgendwo containerisiert? Gibt es dort Container-Images, die auch überhaupt irgendwo laufen im Cluster? Und wenn ja, ist das ganze Internet-Facing, ist es umsatzrelevant? Und dann kann ich anhand dieser Kriterien im Prinzip oder Riskfaktoren das Risiko entsprechend einstufen. Das ist die Idee, dass wir hier im Prinzip entlang des gesamten Software-Development-Lifecycles integrieren. So. Ein Thema noch, was gerade ein bisschen aktueller ist und auch ja, in überall im Gespräch ist generative AI. Das heißt, wenn Entwickler jetzt viel mehr mit Copilot und ChatGPT und anderen GPTs arbeiten, wird natürlich viel mehr Code erstellt in kürzerer Zeit. Das heißt, die Release-Zyklen sind entsprechend auch kürzer. Also ich habe eine höhere Geschwindigkeit, aber gegebenenfalls eben auch mehr Schwachstellen. Denn es ist eben so, dass diese LLMs oder Large Language Models nicht unbedingt darauf trainiert sind, dass sie sicheren Code schreiben, sondern eben, dass sie effizient sind. Das heißt, hinsichtlich der Business-Logik, die sie lösen sollen, aber nicht bezüglich Security. Und da in dem Kontext halte ich generell einige Vorträge. Das geht dann darum, dass man eben zeigt, wie generative AI oder Code, der da erstellt wurde, auch Schwachstellen haben kann und entsprechend ausgenutzt werden kann. Also in diesem Beispiel jetzt habe ich jetzt einen Screenshot einer Softwareanwendung in Java geschrieben. Das ist meine Entwickler-IDE und hier sieht man zum Beispiel, dort ist Code mit Copilot entwickelt. Das sieht man in den Kommentaren. Das heißt, das Konzept ist ja, dass ein Entwickler nur mittels Kommentaren sagt, was er erreichen möchte. Zum Beispiel in diesem Fall, create me a query matching the input to description and name. Also ein Datenbank-Query, den beschreibe ich so als einfachen, normal menschlich verständlichen Satz. Und Copilot erstellt mir daraufhin dann entsprechenden Quellcode. So, und diese Zeile, die da markiert ist, 26, die erfüllt genau das, dass sie eine sinnvolle Datenbankabfrage macht, aber sie ist eben nicht sicher, weil dort eine entsprechende Schwachstelle, nämlich eine SQL-Injection, miterzeugt wurde. So, und wenn wir jetzt einen Scanner verwenden, wie Sneak, dann würden wir das auch sofort erkennen. Das heißt, da gibt es bestimmte Sachen zu berücksichtigen, wenn ich diese generative AI verwende, egal welches Tool oder Modell, muss ich immer darauf achten, dass ich das Prompting entsprechend sicher gestalte oder zusätzlich eben auch noch, dass ich entsprechende Scanner nochmal drüber laufen lasse, weil wir eben diese GenAI-Codes genauso behandeln sollten wie einen mittelmäßigen Entwickler, nicht mehr und nicht weniger. Also nur weil AI oder Intelligence draufsteht, heißt es das nicht, dass es unbedingt sicher sein muss. Das ist so ein Beispiel, das ist jetzt diese Anwendung, die ich da in der IDE hatte. Ein Coffee Shop, also ein Shop-System, wo ich eben Biersorten und Kaffeesorten listen kann. Und da kann man zum Beispiel, wenn ich jetzt ein bösartiger User wäre, könnte ich da diese SQL-Injection aushebeln, indem ich hier in dieses Suchfenster einen SQL-Befehl eingebe. Was ja eigentlich für eine normale Volltextsuche gedacht ist, der einfach mal die ganzen Preise in der Datenbank auf Null setzt, eben dadurch, dass ich diese Schwachstelle ausnutze. Und da kann man natürlich viel Unfug betreiben, was auch zu kommerziellem Schaden führen würde. Und wie wir eben arbeiten, also wir haben ja diese Integration, also Sneak IDE Plugins für sämtliche IDEs als Beispiel. Wir haben diese Idee des Shift Left Ansatzes, das heißt, Entwickler sollen eigentlich
möglichst früh entsprechend Fehler schon oder Schwachstellen schon finden und auch beheben. Und wenn wir eben so eine Schwachstelle finden, die jetzt zum Beispiel auch von GenAI-basierten Code ausgeht, können wir entsprechend auch Code generieren, der das Ganze wieder behebt. Das heißt, wir haben hier ein eigenes Large Language Model, das wir selbst trainiert haben, das aber fokussiert jetzt auf die Sicherheit. Das heißt, unser Modell ist darauf ausgelegt, Schwachstellen zu finden. Das ist die einzige Intention. Das heißt, hier kann ich dann diesen Code generieren, der diese entsprechende, in diesem Fall jetzt eine Open Redirect-Schwachstelle beheben würde und ihn direkt anwenden in der IDE. Zu guter Letzt ein paar Zahlen oder Metriken, diese entnommen aus unserer Customer Value Study. Das ist eine Umfrage, die wir bei unseren mehreren tausend Kunden machen. Ich gehe jetzt nicht alles durch im Detail, sondern nur die wichtigen Zahlen hier. Also Return on Invest. Einmal bezüglich der Risikominderung. Da ist, oder haben wir gesehen, dass im Durchschnitt die Unternehmen 3,5 Milliarden einsparen hinsichtlich Risk Avoidance oder Risikoreduzierung entsprechend. Und auch was dann die Entwicklerproduktivität angeht, da haben wir so eine Kennzahl von 1,59 Millionen, die hier eingespart werden. Generell von dem Tooling, es gibt natürlich viele Tools im Markt. Wir haben noch ein paar Kennzahlen von der Genauigkeit und auch der Performance. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Entwickler diese Security-Scans ausführe, dann möchte ich natürlich schnelle Responses haben. Das heißt, ich kann nicht Minuten oder Stunden warten, bis ich meine Schwachstellen angezeigt bekomme. Da geht es dann um Sekunden oder Minuten eher. Und da haben wir eben auch entsprechende Zahlen, dass Sneak sehr performant ist, im Verhältnis 2,5 Mal schneller als oder 2,4 Mal schneller als eben andere traditionelle Scanner im Markt, basiert auf der Technologie, die wir da hinterliegen haben. Also diese Customer Value Study ist auch abrufbar. Ich gehe jetzt nicht weiter in die Details, das nur um ein paar Kennzahlen mal hier zu nennen. So, und dann leite ich auch schon über zum nächsten Speaker. Ja, hallo, Tobias, vielen Dank. Mein Name ist Dirk Göllnig, ich bin zusammen hier mit meinem Kollegen Alexander Egler. Er ist zuständig für das ganze Thema Solution Architecture bei uns im Public Sector Deutschland und ich kümmere mich um den Vertrieb. Und heute wollte ich euch mal ein bisschen was zum Thema sichere und skalierbare Cloud-Architekturen aus Sicht der AWS erzählen. Und das ist zunächst erstmal die Frage. Nächste bitte. Wenn wir über das Thema Sicherheit reden, wie können wir das vielleicht mal auf einem Chart so ein bisschen verständlicher machen? Worum geht es eigentlich bei dem Thema? Und wir nennen das Ganze Threat Modeling 101. Und wir haben eigentlich zwei Dimensionen, wenn wir über das Thema Sicherheit, Compliance und Sovereignty sprechen, die wir betrachten müssen. Das eine ist zunächst einmal, vor was schützen Sie Ihre Daten und Workloads? Das ist die eine Dimension. Und das andere ist, vor wem schützen Sie Ihre Daten und Workloads? Und da haben wir eigentlich eine sehr schöne Übersicht, dass wir sagen, klar, wir müssen unsere Daten und Applikationen natürlich schützen vor Cybervandalismus, Cybercrime, organisierte Kriminalität, ganz wichtige Themen. Das ist etwas, was eigentlich jeder auf dem Radar hat, wo es dann schon ein zweites Nachdenken benötigt ist, eigentlich daran zu denken, dass man natürlich auch potenzielle Insider-Threats aus der eigenen Organisation hat. Das Einfachste, was man sich natürlich vorstellen kann, ist, wenn ein Mitarbeiter auswandert, abwandert, zum Wettbewerb und Kundeninformationen mitnimmt. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, wo diese Insider-Threats dazu führen, hier eine gewisse Unsicherheit zu haben. Service Disruption. Davor ist es natürlich ganz wichtig, sich zu schützen. Bugs treten immer wieder auf. Und last but not least will ich natürlich auch meine Daten vor meinem Cloud-Service-Provider schützen. Das heißt also, das sind alles Anforderungen, die hier mal im Rahmen von Kunden letztendlich auch an das Thema Sicherheit und Souveränität stehen. Next.
Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, Sicherheit und Souveränität, wo ist denn so das Delta? Und wir haben das mal zusammengefasst. Wenn wir um das Thema digitale Souveränität sprechen, dann haben wir hier eigentlich zwei große Themen, die wir betrachten müssen. Das eine ist das Thema Datensouveränität und das andere ist die Operational Souveränität. Bei der Datensouveränität ganz wichtig, Kunden und Anwender müssen über den Ort der Datenspeicherung entscheiden können. Kunden und Anwender müssen sagen, dort an diesem Ort, in dieser Stadt, in diesem Land möchte ich meine Daten entsprechend speichern. Und dort unterliegen sie dann auch den jeweiligen lokalen Regularien. Das zweite von diesem Tandem ist der Ausschluss des Betreiberzugriffs. Ich möchte natürlich vermeiden, dass derjenige, bei dem ich meine Daten speichere, in irgendeiner Form Zugriff auf diese Daten hat. Was ist das ganze Thema Data Sovereignty? Und wenn ich dann auf der anderen Seite noch darüber spreche, dass ich eine hohe Ausfallsicherheit, eine Überlebensfähigkeit oder wie man im Englischen so schön sagt, eine High Resilience habe, dann rede ich über die Operational Sovereignty. Und beide Themen zusammengenommen sind auch aus einer Security- und Souveränitätssicht ganz klar mit dem Thema Digital Sovereignty umschrieben. Wie sieht das jetzt mit diesem kurzen Hintergrundeinstieg bei Amazon Web Service in der Cloud aus? Also wir haben ganz klar bei uns das Thema Sovereignty by Design als Leitprinzip unserer Cloud ausgegeben. Das heißt also, sowohl Souveränität als auch Security sind bereits bei der Entwicklung und beim Aufsetzen unserer Cloud-Services, unserer Cloud-Umgebung letztendlich berücksichtigt. Das bedeutet zum einen, Kunden haben die volle Kontrolle über den Ort der Datenspeicherung bei uns. Diese Kontrolle über die Datenzugriffe sind verifizierbar, also nachvollziehbar. Wir bieten die Verschlüsselung der Daten überall und jederzeit oder für die technischen Experten in Transit und REST an. Und ganz wichtiger Punkt, die Resilienz der Cloud gegen die vorab genannten Schwerpunktprobleme. Und wo kann man denn diese hochverfügbaren, sicheren Services überall nutzen? Wir haben Stand heute 33 sogenannte Regionen weltweit. Eine Region ist eine geografische Lokalität, bei der in der Regel mindestens drei sogenannte Availability Zones für die Versorgung mit Cloud Computing sorgen. Availability Zone kann man sich vorstellen, ist ein Data Center. Wobei wir absichtlich den Begriff Availability Zone nennen, weil eine Availability Zone durchaus auch mal aus mehreren miteinander verknüpften Data Centern bestehen kann. Durch diese Anzahl mindestens drei Availability Zonen, die voneinander physisch, logisch, netzwerktechnisch und auch örtlich voneinander getrennt sind, garantieren wir eben eine sehr, sehr hohe Sicherheit und Verfügbarkeit. Für die Region in Frankfurt, das ist die Region in Deutschland, haben wir drei Availability Zonen, die befinden sich innerhalb eines Radius von 100 Kilometer entfernt, sind durch Hochverfügbarkeits Glasfasernetze miteinander verbunden und sollte es tatsächlich mal zu einem Vorfall kommen, zum Beispiel einem Flugzeugabsturz oder dergleichen, ist sichergestellt, dass sie voneinander, wie gesagt, physisch, netzwerktechnisch als auch energetisch voneinander getrennt sind und die weiteren Availability Zonen dann den hohen Standard an Sicherheit und Souveränität und natürlich die damit verbundenen Serviceleistungen dem Kunden liefern können. In diesen Regionen, in jeder einzelnen Region, und wenn wir über Deutschland und Europa sprechen, dann haben wir natürlich die eingangs erwähnten Themenschwerpunkte und Sicherheiten, die wir durch das Design und das Aufsetzen unserer Clouds bereits seit Jahren unser Kunden anbieten. Das erste erstmal ganz wichtig, Kunden kontrollieren den Ort der Datenverarbeitung. Das bedeutet, wir haben in Europa 8 AWS-Regionen, 6 Regionen davon sind innerhalb der EU. Und wenn ein Kunde sich entscheidet, Daten zum Beispiel in Deutschland zu speichern, dann bleiben diese Daten dort. Die Region, die der Nutzer letztendlich aussucht, ist die Region, bei der
die Daten gespeichert und gehalten werden. Seitens AWS gibt es keine Replizierung dieser Daten in andere Regionen. Um die Hochverfügbarkeit sicherzustellen, werden die Daten innerhalb einer Region repliziert, also zwischen den einzelnen Availability-Zonen, aber sie verlassen nicht das Land, sie verlassen nicht die Region, sie verlassen also nicht die Grenzen dieser aus drei Availability-Zonen bestehenden Region. Das ist also ganz, ganz wichtig. Der Kunde entscheidet, wo die Daten zu speichern sind und dort bleiben die Daten. Das Zweite ist, wir haben einen Hypervisor, der sich Nitro nennt. Der ist für unsere virtuellen Maschinen EC2, das nennt sich Elastic Cloud Computing. Und dieser Hypervisor garantiert, dass AWS keinen Zugriff auf Kundendaten hat. Das Ganze ist ein in Silikon gegossener Hypervisor, also auch vor Manipulation von außen geschützt. Das ist ein extra Chip auf den Boards in den entsprechenden Servern. Und der garantiert auch vom Design her, dass der Zugriff auf Daten durch Fremde und auch durch Amazon nicht möglich ist. Und das erzählen wir nicht nur so, sondern das haben wir tatsächlich durch eine externe Zertifizierung der Cybersicherheitsfirma NCC Group uns testieren und bestätigen lassen. Gibt es ein White Paper zu, kann man nachlesen. Das heißt also, an der Stelle haben wir alleine durch das Design bereits und durch die Entwicklung dieses Hypervisors in diesem Format sichergestellt, dass der Zugriff auf Kundendaten außer für Kunden nicht möglich ist. Wir können als AWS-Mitarbeiter auch nicht auf die kryptografischen Schlüssel zugreifen im Klartext. Wir haben hier hochgesicherte Verschlüsselungsverfahren und wir bieten außerdem für Kunden, die das gerne wollen, die Möglichkeit an diese kryptografische Schlüsselhierarchie auch außerhalb der AWS Cloud zu halten und zu kontrollieren. Der Service heißt External Key Storage. Das heißt, Kunden haben hier die Möglichkeit, die Schlüssel in der eigenen, ich sag's mal so salopp, Schublade zu verwalten und mit denen entsprechend auf ihre Ressourcen zuzugreifen. Wir haben jetzt natürlich immer wieder natürlich die Frage, auch von unseren Kunden, gibt es dann überhaupt gar keinen Datenaustausch mit anderen Ländern? Das ist so, dass was Kundendaten sind, die verbleiben in der Region, die der Kunde gewählt hat. Da fließt nichts ab. Da wird tatsächlich sichergestellt, dass die Daten vor Ort in Deutschland bleiben, in dem Fall. Das heißt, die Daten liegen beispielsweise in einem S3-Bucket. S3 steht für Simple Storage Service, das ist unser Objekt Storage. Die Daten, die in einer Datenbank sind, alle diese Daten bleiben in der Region, in der AWS-Umgebung des Kunden. Es gibt aber durchaus einige Metadaten, die wir zentral verhalten. Und das einfachste und klassische Beispiel dafür ist sicherlich unser Identity und Access Management. Wenn Sie beispielsweise sich einen AWS-Account anlegen, dann können Sie als Nutzer entscheiden, in welcher Region Sie arbeiten wollen. Das kann Frankfurt sein, das kann Stockholm sein, Paris, das kann aber auch Virginia sein, das kann aber auch genauso gut Tokio sein oder Sie können auch in Australien arbeiten. Das geben wir Ihnen als AWS nicht vor. Um Ihnen aber diese Möglichkeit zu geben, weltweit auf alle Regionen zugreifen zu können, wenn Sie das wollen, das ist also für unsere großen DAX-Kunden ist das natürlich ein ganz, ganz entscheidender Wettbewerbsvorteil. Dann brauchen wir natürlich auch eine zentralisierte Verwaltung für das ganze Identity and Access Management. Und das bedeutet natürlich schon, dass die Abfrage, ob eine Zugriffsanfrage auf einen Account gerechtfertigt oder nicht, in irgendeiner Form zentralisiert sein muss. Und das passiert dann tatsächlich in den USA. Und es gibt eine ganz kleine Gruppe von Kunden, insbesondere im Core-Governance-Bereich, also in den Ministerien, in Behörden, bei der Bundeswehr, die auch den Abfluss dieser Metadaten entsprechend reguliert haben möchten. Und für diese Kunden eröffnen wir nächstes Jahr in Brandenburg unsere erste sogenannte European Sovereign Cloud. Das ist also ein Modell, was komplett autark in Deutschland laufen wird. Der Betrieb wird in Deutschland laufen, die Services laufen in Deutschland
Und auch das ganze Thema Identity Access Management und jeder andere, sage ich mal, Metadaten produzierende Service ist hier auf diese Region beschränkt. Das bedeutet also Rollen- und Zugriffsrechte, Ressourcenlabels, Konfiguration, all diese Daten, die sonst normalerweise global zugreifbar sind, verbleiben hier ausschließlich in der neuen European Sovereign Cloud in Brandenburg. Das bedeutet, wir haben hier mit der ESC für unsere Kunden eine zusätzliche Wahlmöglichkeit, um genau diese Thematik nochmal zu adressieren. Und abschließend. Würde ich dann Fragen an dieser Stelle auch zulassen, beziehungsweise ich gebe zurück an den Tobias. Beziehungsweise an Matthias. Danke, Dirk. Auch danke, Matthias, sag ich mal, für eure Ausführungen. Ich glaube, es ist auch ganz hilfreich, die Sachen auch mal unter einerseits technologischen Aspekten noch mal ein bisschen genauer anhand von Beispielen zu sehen, wie bei Matthias, und auch die ganze Thematik bezüglich Sovereign Cloud, so wie der Dirk es vorgestellt hat. Ich sag, was sind die wesentlichen Erkenntnisse, die es mitzunehmen gilt, gerade jetzt auch, sag ich mal, im öffentlichen Sektor? Zum einen natürlich ist einfach essentiell eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie zu haben, was das ganze Thema sichere Softwareentwicklung angeht. Ne? Also zum einen wirklich Etablierung eines ganzheitlichen Vorgehens, einer ganzheitlichen Vorgehensweise, idealerweise orientiert an Zero Trust und DevSecOps-Ansätzen innerhalb der Organisation. Und auch den operativen Bereichen. Dass wir einfach wirklich in jeder Phase des Softwareentwicklungsprozesses das Thema Security, das Thema Compliance und Risk adressiert haben. Wie gesagt, Shift Left und so früh möglich diese Themen auch in der Planung und im Design abdecken. Darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, generell, wenn wir halt Transformationsprojekte planen oder entsprechende Projekte im Rahmen einer Transformation, frühzeitig diese Themen mit in die Diskussion zu nehmen. Heißt, zu identifizieren, wer sind die entsprechenden relevanten Ansprechpartner, Stakeholder für diese Planung, dass diese frühzeitig mit reingehen, um auch diese Themen in gewissem Maße auch zu definieren, gerade wenn es um Ausschreibungen geht, dass diese auch frühzeitig sauber repräsentiert sind, auch was die Anforderungen angeht. Zum einen, zum anderen natürlich, und da kommt kein Weg dran vorbei, wirklich die intelligente und integrative Nutzung von Technologien und Lösungen. Einfach um die Nachhaltigkeit zu steigern, aber auch um Sicherheits- und Compliance-Anforderungen wirklich ganzheitlich umsetzen zu können. Im Zuge von wirklich immer komplexeren Umgebungen mit immer höheren regulatorischen Anforderungen ist es einfach notwendig, Technologien zu nutzen und diese Intelligenz, sage ich mal, in den Prozessen einzusetzen, sei es jetzt, wie gesagt, zum Codescan, sei es jetzt um entsprechende Infrastruktur Strukturen zu überprüfen und diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Und zu guter Letzt ist es einfach essentiell, gerade in der Transformation von ganzen Landschaften, auch in Richtung Cloud, zu schauen, dass sich wirklich eine sichere und performante Cloud-Infrastruktur als ja, solides Rückgrat, als Backbone nutze, wirklich das frühzeitig einplane, schaue auf, was sind meine Anforderungen. Wir hatten es ja gerade auch bezüglich, welche Daten werden wo verarbeitet, werden wo persistiert, auch bezüglich Metadaten. Und dass ich dementsprechend schaue, wie muss, kann und soll ich meine Infrastruktur auch im Cloud-Umfeld dann mit den Hyperscalern aufbauen und entsprechend aufsetzen. Das Ganze. Wie gesagt, nach unserem Ansatz bei Deloitte sind Themen, die wir unterstützen können, genauso wie auch die Kollegen von SNCC und von AWS. Einmal in der Beratung, dann in der technischen Implementierung, wenn es darum geht, entsprechende Lösungen wie zum Beispiel SNCC innerhalb der Organisation zu implementieren, auch operativ. Aber auch Themen, was den operativen Betrieb angeht. Also auch Möglichkeiten, dass wir Kunden im öffentlichen Dienst helfen, entsprechende Themen für sie zu übernehmen als Service Provider, full belohnt. Heißt, wir unterstützen mit unseren Services, mit den Lösungen in allen drei Bereichen, wirklich in jeder Phase der digitalen Transformation. Also es gibt da kein zu früh oder zu spät. Ich glaube, wir können in jeder Phase, können wir die Themen entsprechend adäquat anbringen und unterstützen, dass eben die digitale Transformation auch für Sie und auch für den öffentlichen Sektor als wichtiger Sektor innerhalb unserer Gesellschaft erfolgreich vonstatten geht. Und damit würde ich den Punkt aufgreifen vom Dirk. Sofern Fragen vorhanden sind, gerne stellen, gerne im Chat. Ansonsten können wir auch die Mikrofone aufmachen, würden aber vorab kurz das Recording beenden.